Das Horrorfoul am St. Gallen-Stürmer Cedric Itten gestern gegen Lugano hat ein Nachspiel. Die Swiss Football League eröffnet heute das Verfahren gegen den Lugano-Spieler Fabio Taprella. Er ist am Itten voll ins Knie gerätscht und im Match ohne Strafe davon gekommen. Deven haben wir nicht. Es ist die Szene vom gestrigen FC St. Gallen-Match, die heute noch am meisten zu reden gibt. Der St. Galler-Stürmer Cedric Itten wird vom Lugano-Spieler Fabio Taprella auf brutalste Art niedergemacht. Eine Weiterspiele ist nicht zu denken und Cedric Itten muss sofort ins Spital. Nach dem Spiel kommt aus, der 21-Jährige hat einen Kreuzbandriss und fällt mindestens ein halbes Jahr lang aus. Ja, da ist man natürlich immer wie geschockt in dem Moment, wenn man sieht, dass der Kollege da wirklich nicht mehr weiterspielen kann. Und auch da, man hätte das Schlimmste müssen befürchten. Und heute Morgen ist natürlich auch noch beim Morgenessen innerhalb der Mannschaft ist das ein riesiges Thema gewesen. Alle sind noch betroffen. Und ja, jetzt geht es natürlich zuerst mal vor allem darum, dass der Sedi so geschwind wie möglich wieder auf die Beine kommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Hässig gemacht hat gestern auch der Entscheid vom Schiedsrichter, der nach dem gefährlichen Einsteigen nicht einmal faul gepfiffen hat. Der FC St. Gallen hofft darum, dass jetzt wenigstens im Nachhinein noch etwas passiert. Ich glaube, es ist nicht an uns, ein konkretes Strafmaß zu fordern, aber klar ist, dass auch aus unserer Sicht die Liga jetzt da muss eingreifen und dass auch nachträglich so ein Fall noch muss sanktioniert werden. Und tatsächlich kommt schon heute Nachmittag die Meldung von der Swiss Football League, dass sie das Verfahren eröffnet. Der Fall liegt jetzt beim Einzelrichter im Spielbetriebswesen. Er wird sich jetzt die TV-Bilder anschauen, wird den Schiedsrichterrapport konsultieren, unter Umständen auch Rücksprache nehmen mit dem Schiedsrichter selber. Und wird anhand von diesen Indizien nachher ein Entscheid fällen. Will heissen, auf den Lugano-Spieler könnte noch eine Spielsperre oder ein Buß zukommen. Entscheid hin oder her, der Goalgetter von Grün-Weiss, Cedric Itten, fehlt jetzt mindestens ein halbes Jahr. Ob es diese Saison noch lange, das wissen wir nicht. Es ist einfach eine langwierige Verletzung und jetzt hoffen wir einfach das Beste. Wie das Ganze ausgeht, will die Swiss Football League in den nächsten Tagen verkünden.